Ja, schönen guten Tag, liebe Topfgucker. Wir machen heute eine Wassermelone und zwar auf dem Grill auch mit Frischkäse und einem Parmaschinken. Was brauchen wir dafür? Ich sage das gerade, eine Wassermelone und die habe ich auch schon hier. Lässt sich übrigens zu Hause sehr gut nachkochen oder grillen. So. So, die geben wir mal zur Seite. Wunderbar. Von unserer Wassermelone brauchen wir pro Portion, wenn man sagt als Vorspeise, ein schönes Stück. Ich zeige das gerade mal. Ja, ungefähr so einen Zentimeter dick. So, befreit von der Schale und das geben wir jetzt auf unseren Grill. Ja, keine Angst, ja, man kann Wassermelone grillen. Wir möchten schöne Grillstreifen haben und das ist der Zucker, der karamellisiert. Ich habe die Melone auf den Grill gelegt. Man hat gehört, wie die zischt. Schon mal ein wunderbares Zeichen, da kann man also nichts verkehrt machen. Grillt jetzt hier vor sich hin. Von der einen Seite 5 Minuten, von der anderen Seite 5 Minuten und ich hoffe, wir haben ein schönes Grillmuster drauf. Was wir nicht mehr brauchen, legen wir zur Seite. So, Brett schnell mal säubern. Habe ich im Fernsehen gesehen, wie das geht. Nimmt man sich ein Tuch hier, Messer, einmal Brett, zack, fertig. So, was brauchen wir noch für unser Gericht? Frischkäse, sagte ich ja schon. Da habe ich hier so einen leckeren Bio-Frischkäse, Körnig. Man kann auch einen Ziegenfrischkäse nehmen, einen Chavroux. Wer das mag, schmeckt wirklich ganz ausgezeichnet. Oder einfach nur einen Quark kurz ausdrücken, damit er nicht ganz so nass ist. Würde passen. Wir nehmen also für unser Gericht hier etwas Ziegenfrischkäse. So. Dann eine Prise Zucker. Nicht so viel, ist ja keine Süßspeise. Etwas Salz. Etwas schwarzen Pfeffer aus der Mühle. Man könnte auch weißen nehmen, das Aroma mag ich nicht ganz so, ich mag lieber den schwarzen, daher gibt es den. Und etwas Olivenöl. Etwas durcharbeiten, dann wird das sehr schön geschmeidig. Und so sieht das dann aus, ja. Körniger Frischkäse, so ein Kuhmilchkäse, stellen wir zur Seite, brauchen wir später. Was für das Gericht noch gebraucht wird, ich habe es ja vorhin schon geschnitten, sind Tomaten. Ja, und zwar habe ich hier 3 verschiedene Tomaten. Ich habe so kleine, ja, schwarze. Es gibt richtig dunkle Tomaten. Die kleinen Kirschtomaten sind nicht ganz so dunkel. Dann eine schwarze. Ich habe diese kleinen Eiertomaten, die Kirschtomaten. Und ich habe gelbe Tomaten. Gibt also ein hervorragendes Bild. Schön bunt. Wunderbarer Sommer. Und hier habe ich etwas Schalottenvinaigrette. Eine Vinaigrette ist eine Essigölsoße der kalten Küche. Ja, ganz einfach herzustellen. Wasser, Schalotten kochen, Salz rein, Pfeffer rein, Prise Zucker rein, bis die Schalotten richtig weich sind. Dann Essig zu, etwas Öl zu, pürieren. Und das gibt praktisch eine Essig-Ölsoße, die etwas dicklich ist durch diese verkochte Schalotte. Und die geben wir jetzt hier an unseren dann Tomatensalat. Das heißt, wir verzichten auf kleine Zwiebelchen. Wir nehmen nur etwas von der Schalottenvinaigrette, das ist ja alles drin. Im günstigsten Fall tatsächlich wirklich eine Stunde vorher machen, dass die Tomaten noch mal richtig durchziehen können. Und wenn sie richtig glücklich sind und im Besitz eines Gartens, dann nehmen sie halt wirklich schöne, reife Sommertomaten. Passt ja hervorragend zu unserem Gericht. So, jetzt müssen wir mal nach unserer Melone schauen. So, ihr habt gerade gesehen, ich habe die Melone umgedreht und tatsächlich auf der einen Seite so ein sehr schönes Grillmuster. Ja. Es geht ein Elektrogrill, ein Gasgrill, wie wir ihn gerade haben. Es geht ein Elektrogrill. Ihr könnt einen Holzkohlegrill nehmen. Alles kein Problem. Ja, es muss nur so aussehen. Der Zucker, wie gesagt, verbrennt. Es sind schöne karamellisiert. Es sind schöne Röststoffe. Genau das, was wir für unser Gericht brauchen. Ja. Dann sagte ich ja vorhin, es gibt also die Melone mit dem Frischkäse und den Tomaten. Es gibt einen Parmaschinken. Den habe ich hier. Ja. Frisches Basilikum, unser Olivenöl und etwas Balsamico-Creme. Ich habe die Balsamico-Creme. Manche denken, um Gottes Willen, was ist das? Einfach nur in eine Flasche gefüllt, weil sie es halt besser portionieren lässt. So, jetzt kommt unsere Melone dazu. Die kommt vom Rost. Einen kleinen Augenblick ruhen lassen und kurz mal auf so einem Küchenpapier abtropfen lassen. Da tritt ein bisschen Saft aus. Und daher ist es gut, wenn wir es kurz abtropfen lassen. Dann legen wir das hier auf unsere Balsamico-Creme, man sieht, es dampft noch, ganz hervorragend. So, jetzt kommt unser Frischkäse dazu. Gar nicht so ordentlich, keine Nocke, einfach so ein bisschen drauf.
probiert es aus, es schmeckt wirklich fantastisch. Unsere Tomaten. So. Na, noch so eine schwarze hier. Dann gibt es Basilikum und noch so eine Spitze an die Seite. Wunderbar. So, wir geben nochmal etwas schwarzen Pfeffer drauf. Eine Mini-Prise Salz. Jetzt kommt unser Schinken dazu. So. Hier ein Stückchen. Ein bisschen hin. Wunderbar. Und zum Schluss etwas Olivenöl. Und ich habe noch ein ganz kleines bisschen Zupfsalat. Ja, sehr gut eignen wird sich wahrscheinlich etwas Rucola. Was jeder möchte, Frisee, Lolo Rosso, was sie gerade Kopfsalat, was sie gerade aus dem Garten haben. So, und dann legen wir einfach noch so ein paar Salatblättchen hier rein. Schon ein bisschen verliebt in das Essen, sieht schon gut aus. So, eins noch. Fertig ist es schon. Keine Zauberei, ganz schnell. Ich höre, ich soll gerade einen Endgruß geben, das mache ich auch. Viel Spaß beim Nachkochen und ich hoffe, wir sehen uns mal im Taschenmeer-Palais.